هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اتقوا الله عباد الله Zu den schönsten Namen Allah Ta'alas, die im Koran vorkommen, zählen wir den Namen Ar-Raqib. Ar-Raqib, das ist der Wächter, der Behüter, der Bewacher, der Aufseher. Allah Ta'ala sagt, gewiss, Allah ist Wächter über euch. Und er sagt, ich habe ihnen nur gesagt, was du mir befohlen hast, nämlich dient Allah meinem und eurem Herrn. Und ich war über sie Zeuge, solange ich unter ihnen weilte. Seitdem du mich abberufen hast, Isa, Jesus sagt das, bist du der Wächter über sie, du bist wahrlich über alles Zeuge. Der Iman an diesen Namen und das Nachsinnen über seine Bedeutung hat fruchtbringende Folgen für den Mu'min. Was bedeutet aber dieser Name? Al-Halimi sagte, Ar-Raqib, das ist der, der seine Geschöpfe nicht aus dem Auge lässt. Nicht trifft sie ein Makel, weil er sie etwa außer Acht gelassen habe. Ibn al-Hassar sagte, Ar-Raqib, der Hüter sämtlicher Zustände des Beobachteten, der sie alle bewahrt bis hin in die Details und alles aufzählt. As-Sirdi sagte, Ar-Raqib, das ist der, der Einsicht auf das Innerste der Herzen hat, der über die Handlungen jedes Einzelnen wacht, der seine Geschöpfe beschützt und sie in vollkommenster Form, entsprechend seiner, nicht deiner Weisheit, führt und leitet. Allah Ta'ala ist also der Wächter über seine Geschöpfe. Er kennt alles Große wie Kleine in seinem Reich. Nichts, weder im Himmel noch auf der Erde, bleibt ihm verborgen. Er sagt, siehst du nicht, dass Allah weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist? Es gibt kein vertrauliches Gespräch zwischen Dreien, ohne dass er ihr Vierter wäre. Und kein Gespräch unter Vieren, ohne dass er ihr Fünfter wäre. Und auch nicht weniger oder mehr als diese Zahl, ohne dass er mit ihnen wäre, wo immer sie sein mögen. Hierauf tut er ihnen am Tag der Auferstehung kund, was sie getan haben, gewiss, Allah weiß über alles Bescheid. Und er sagt an anderer Stelle, oder meinen Sie, dass wir Ihr geheimes und Ihr vertrauliches Gespräch nicht hören? Ja doch, unsere Boten sind bei Ihnen und schreiben auf. Er beobachtet die Taten, kennt die Gedanken und sieht jede Bewegung der Körper. Und dennoch hat er auch noch Engel beauftragt, die die Taten aufzeichnen, Gutes sowie Schlechtes festhalten. Er sagt, über euch sind wahrlich Hüter, also eingesetzt, Edle, die alles aufschreiben und die wissen, was ihr tut. Nicht nur das, sie schreiben auch auf, was im Herzen stattfindet und was die Zunge hervorbringt. Er sagt, wir haben ja den Menschen erschaffen und wissen, was alles ihm seine Seele einflüstert. Und wir sind ihm doch näher als seine Halsschlagader, wo die beiden Empfänger der Taten empfangen, zur Rechten und zur Linken sitzend. Kein Wort äußert er, ohne dass bei ihm ein Beobachter bereit wäre. Diese Bewachung Allah Ta'alas impliziert seine Hoheit und Herrschaft. Nichts, auch wenn nur ein Atom, regt sich ohne seine Erlaubnis. Und kein einziges Blatt fällt ohne seine Kenntnis. Ihm ist sämtliche Herrschaft und alles Lob. Hoch erhaben über seinen Thron, wie es seiner Herrlichkeit gebührt. Und nichts bleibt ihm verborgen. Er sieht und er hört. Er gibt und hält zurück, belohnt und bestraft.
ehrt und erniedrigt, kreiert und versorgt, lässt leben und sterben, bestimmt und setzt durch und waltet sein Königreich. Was sollte dieser Name bei einem Mu'min bewirken? Zwei Sachen. Erstens die Aufsicht Allah Ta'alas. Die Aufsicht Allahs zu achten, im Öffentlichen sowie im Verborgenen. Ibn al-Qayyim sagte, die Aufsicht Allahs zu achten bedeutet, die kontinuierliche Gewissheit über die Kenntnisnahme Allahs, deiner offenbaren und verborgenen Zustände. Wenn man vorhat, eine Sünde zu begehen, dann soll man sich daran erinnern und eine Scham entwickeln. Die Muraqaba, auch Al-Ihsan genannt, bedeutet nämlich nichts anderes, als die Gegenwart Allah Ta'alas ständig vor die eigenen Augen zu führen. Zweitens, das Kontrollieren und Behüten deiner Gedanken. Denn aus Gedanken keimen Handlungen. Wer Allahs Aufsicht hinsichtlich seiner Gedanken respektiert, den wird Allah in seinen körperlichen Handlungen bewahren. Und ein Schlüsselfaktor, sich gegen negative Gedanken zu schützen, ist es, sich mit Rechtem und Profitablem zu beschäftigen. Zwei Beispiele der Muraqaba zum Abschluss. Umar ibn Khattab spazierte einst durch die Gassen Medinas in der Nacht, wie er es für gewöhnlich tat, um nach dem Rechten zu sehen. Er hörte die Stimme einer Milchverkäuferin, die zu ihrer Tochter sagte, misch die Milch mit Wasser. Die Tochter sagte, Mutter, weißt du denn nicht, dass der Führer der Gläubigen dies verboten hat? Die Mutter erwiderte, meine Tochter, Umar sieht uns doch nicht hier. Empört sagte die Tochter, wenn Umar uns nicht sieht, so sieht wohl der Herr Umars. Umar markierte das Haus, ging zu seinen Söhnen und sagte, einer von euch muss dieses Mädchen heiraten oder ich tue es. Bei Allah, dieses Mädchen soll nicht das Haus von Ibn al-Khattab verlassen. Daraufhin heiratete Asim ibn Umar dieses Mädchen und sie gebärte ihm eine Tochter, die sie Layla nannte. Diese Layla heiratete später einen Mann genannt Abdul Aziz ibn Marwan und sie gebrachte ihm wiederum den sogenannten fünften Kalifen Umar ibn Abdul Aziz. Ein weiterer Vorfall seines Sohnes. Ibn Umar ging an einen Hirten vorbei und sagte zu ihm, verkauf mir eines dieser Schafe. Er sagte, sie gehören nicht mir. Daraufhin sagte er, sag einfach, der Wolf habe ihn gefressen. Der Hirte deutete zum Himmel und sagte, und wo ist Allah? Umar kaufte alle Schafe von dem Besitzer ab und schenkte sie dem Hirten als Lohn für diese herrliche Gottesfurcht.